2018. Ein Jahr mit guten, schlechten oder auch mittelmäßigen Sachen, die passiert sind. Ich habe euch heute aber die guten, schlechten und mittelmäßigen für diesen Kanal, allein nur für diesen Kanal zusammengesucht und werde sie euch heute vorstellen. Außerdem wird noch der aktivste Abonnent genannt und das meistgeklickte Video, das meistgelikteste Video. Auf jeden Fall, alles ist drin. Viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem meistgeliktesten Video an. Das ist nämlich das Lego Bodyguard Video. Das hat richtig viele Likes, denn mit ganzen 18 Likes schafft es hiermit auf die Liste der Top 1 der meistgeliktesten Videos. Ich würde sagen, ich nenne hier auch noch schnell das meistgedislikte Video. Das ist nämlich hier das hier. Das ist jetzt 9 Dislikes sind schon ein bisschen. Also ich habe mal jemanden gesehen, der wegen 3 Dislikes seinen Kanal gelöscht hat. Ich war auch ein bisschen komisch, weil als ich erst dann 3 Dislikes hatte, das war richtig merkwürdig für mich, weil das Video war halt selten und es haben noch nicht so viele gemacht, deswegen hat es halt Klicks bekommen. Also, aber dann haben wir, ich weiß nicht, ob sie es mir nachgemacht hat, aber als ich das erste Mal das Video hier auf YouTube geschaut habe, ob da noch andere gibt, da war gar kein einziges und jetzt gibt es da Millionen. Ja, egal. Vielleicht haben sie mir nachgemacht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das war es jetzt mit den meistgedislikedesten und meistgelikedesten Videos. Viel Spaß mit den nächsten. Machen wir einfach mal weiter mit dem meistgeklicktesten Video. Und das ist wieder das hier, also das meistgelikedeste auch. Und das hat mit ganzen 706 oder vielleicht sind es schon mehr. Auf jeden Fall, das letzte Mal, als dieses Video rauskommt, sind es 706 Aufrufe. Hat es damit auf die Platz 1 der meist geklicktesten geschafft. Auf Platz 2 steht Lego Bodyguard und auf Platz 3 steht Tanzverbot Reaction auf mein Leben. Ja. Okay, Leute, kommen wir jetzt mal zu den Abonnenten. Es gibt viele Abonnenten, die nicht so offen sind, halt die keine Kommentare schreiben, auch gut, also an die. Es gibt auch gut die Leute, die Kritik schreiben, finde ich auch ganz gut. Oder die Leute, die einfach nur hinschreiben, super gemacht. Und das finde ich ja ich auch ganz gut. Und auf jeden Fall will ich jetzt erstmal den allerersten Abonnenten dieses Kanals nennen. Das Gruß geht raus an HH. Dieses Konto hat mich als erstes abonniert und cool, ja. Achtung, ich werde jetzt 3 Leute nennen, die es in die aktivsten Abonnentenliste geschafft haben. Also es ist von 3 bis 1, also der dritte, der zweite und dann der erste. Und ja, also ich will nur sagen, niemand soll sich irgendwie denken, ja, ich war doch der aktivste, wieso der oder der? Also jeder war aktiv. So viele von euch waren sehr aktiv. Ich habe das auch nicht selber entschieden, das hat so eine App entschieden bei YouTube. Es geht da, die aktivsten Abonnenten, die meisten Liker und so. Und ich würde sagen, ich nenne dann mal die Leute, also wirklich niemand soll sich irgendwie beleidigt fühlen oder so. Ich würde mal sagen, auf dem dritten Platz der aktivsten Abonnenten des Jahres 2018 haben wir Emira Alili. Du hast den dritten Platz geschafft. Du hast sehr viele Videos von mir geliked. Du hast, glaube ich, alle geliked. Und ja, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ich würde sagen, machen wir dann weiter mit Platz Nummer 2. Auf Platz 2 ist ein Abonnent, der mich schon länger abonniert hat, also zwar noch nicht ganz so lange, aber schon länger. Und zwar steht da, haltet euch fest, Enusaur00. Also herzlich Platz 2 der aktivsten Abonnenten geschafft dieses Jahres 2018. Okay Leute, das waren jetzt erstmal die 2 Abonnenten, also auf den zweiten und dritten Platz. Okay, kommen wir nun zum ersten. Manche von euch können sich vielleicht schon denken, wer es ist, die manchen vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, die meisten können sich denken, denn, Leute, haltet euch fest, der aktivste Abonnent des Jahres 2018
ist Dennis Park. Du hast die meisten Videos kommentiert, du hast gute Kritik gemacht, du bist Applaus für dich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, danke an Dennis Punk, dass du so aktiv bist. Ich würde sagen, das war es jetzt leider schon für dieses Jahr, das letzte Video. Das nächste Video wird anscheinend, glaube ich, am Donnerstag erscheinen, weil wann soll es sonst erscheinen? Ich glaube, Donnerstag kommt ja immer ein Video raus. Ja, Donnerstag. Auf jeden Fall, guten Rutsch, feiert schön mit eurer Familie Silvester. Und ja, ciao.